So. Mit Fangzähnen und Klauen. Es war töricht von euch, hierher zu kommen. Wir haben keine Angst vor euch, Orks. Wir lassen uns von euch nicht aus unserem Land vertreiben. Ich habe nicht vor, euch zu vertreiben. Ich werde euch hier begraben. Richtig, aber warum meinte die hier Orks? Ich bin ja kein Ork. Jagt sie rauf. Das Herz nehmen wir mal eiskalt mit. Ich wandere allein. Unsere so wie die ganzen Münzen. Wow, ein bisschen einfach, ne? Auf der Pier. So, jetzt kommen wir mal ein Männchen. Unsere Wege kreuzen sich. Einmal heilen. Ich handle instinktiv. Und jetzt die Mana-Rune mitnehmen. So, bevor ich dann zurückgehe. Wo komme ich denn hier wieder runter? Ach, hier. Ich habe Witterung aufgenommen. Erstmal wieder hier runtergehen. Ich handle instinktiv. Denn ich will noch kurz eine andere Quest mitnehmen. Was bringt mir denn das denn? Einzigartige Hütte, wie viel Helden um 10 Punkte werden getragen? Auf der Pirsch. Gar nicht mal so beschissen, ne? Ich wandere allein. Unsere Wege kreuzen sich. 10 Beweglichkeit erhöhen. Das Ding. Bin zur Spurensuche bereit. Mit Fangzähnen und Klauen. So, und Gold dürfte ich bald auch genug haben, was kaufen zu können. Vielleicht für Ruckern auch mal was Interessantes dabei, was er gut gebrauchen könnte. Ich handle instinktiv. Werden wir ja gleich mal sehen. Oh, mehr Tempo. Mit Fangzähnen und Klauen. Entfesselt die Bestie. Mehr Tempo heißt schneller den Gegner umbringen. Fangzähnen und Klauen. Entfesselt die Bestie. Dürrer Klepper. So doof bin ich in echt nicht, Kumpel. Auf der Pier. Ah. Ich hab einen echten Groove, Mann. Ein Level up und damit Heilung besser. Entfesselt meine Kraft. Neue Mischa holen, die ist ein bisschen gewachsen. Aufgenommen. Oh, was ist auf denn hier? Der Pier. Was ist denn da? Das sieht so interessant aus. Foliant der Intelligenz. Mit Fangzähnen und Klauen. Was liegt vor mir? Ah, ja, nimmst du mal. Bin zur Spurensuche bereit. Entfesselt die Bestie. Ich wandere allein. So, Panda-Bärchen, Panda-Bärchen suchen. Ich glaube, die Quest da oben machen wir direkt noch mit. Auf der Pier. Dass wir dann also danach erstmal zurückgehen. Dürrer Klepper. Manche würden sagen, es sind aber viele. Ich würde sagen, es sind zu wenig. Ach, der tut die wiederbeleben. Entfesselt die Bestie. Mit Fangzähnen und Klauen. Hier wird niemand wiederbelebt. Ich handle instinktiv. Nicht ohne meine Erlaubnis. Ich habe Witterung aufgenommen. Ich wandere allein. So, wo ist denn der? Um einen Mana-Brunnen? Entfesselt die Bestie. Wir haben echten Ruf, Mann. Kann mir doch fast schon gerecht sein, hier Mana-Brunnen zu sein. Genau, don't worry, be happy. So, die haben nichts fallen gelassen, ne? No. Ich hab einen echten Gruß, was liegt vor mir? So ist das Panda-Bärchen, war das hier oben irgendwo? Ich wandere allein. Weiß ich auch ganz genau, dass hier oben irgendwo war. Murlocs, die kenne ich auch vom letzten Mal. Mit Fangzähnen und Klauen. Hä, wo war das Panda-Bärchen? Unsere Wege. Oder war das weiter hier? Ah, da ist er ja. Gegrüßt, mein Freund. Ich bin Shen Stormstout, der bescheidene Braumeister von Pandaria. Ich habe die weite Welt bereist, um seltene, exotische Zutaten für meine speziellen Gebräue zu suchen. Immerhin kann ein gutes Bier alle Probleme dieser Welt lösen. Findet ihr nicht auch? Sagt an,
Wenn ihr Zeit habt, könntet ihr mir helfen, spezielle Zutaten für meine neueste Kreation zu suchen. Wenn ihr die Gegenstände auf dieser Liste findet und mir bringt, lasse ich euch mein Meisterwerk kosten. Wie gnädig. So, dafür müssen wir hier so überall. Slogs? Entfesselt meine Kraft. Auf jeden Fall müssen wir da oben in die Ecke hin. Und da ich da sowieso gleich mal bin, kann nicht schaden, da sowieso gleich mal hinzugehen. Ja, das ist eine optionale Quest. Die anderen sind Hauptquests, die müssen wir machen, um das hier abschließen zu können. Nun ja, gehen wir mal Richtung Donnertal. Jetzt wird es hier aber kriminell hier. Irgendwie bringt es euch alles nichts, ne? Mit Fangzähnen und Klauen. Ich handle instinktiv. Na komm schon her, Kumpel. Wenn du mir auf die Fresse willst, dann sollst du auf die Fresse bekommen. Mit Fangzähnen und Klauen. So, ein bescheidenes Heim abfackeln. Wer weiß, vielleicht ist was Interessantes versteckt. Mit Fangzähnen und Klauen. Aber irgendwie nicht. Wie arm die auch sind, können sich überhaupt nichts leisten. Naja, gehen wir weiter zum Donnertal. Das könnte übel werden mit den ganzen Phönixen hier. Ein paar Krebse, naja. Gibt sicherlich auch stärkere Gegner. Aber ein bisschen Abwechslung schadet ja nie. Oh, ein Mörderkeim. Ob da vielleicht was Interessantes drin ist? Natürlich nicht. Wir werden angegriffen. Ja, da bringen ja auch die Heilschutzzauber, glaube ich, irgendwie gar nichts, weil ich zu viel Schaden mache. Halt nicht so gut am Leben, aber Schule in Wirklichkeit. Nimm mal schnell mit. Meine Beute naht. Unsere Wege kreuzen sich. Und mal kurz das bescheidene Heim abfackeln. Ich habe Witterung aufgenommen. Huch. Heim abfackeln. So, gleich läuft er nach Fußball. Da gucken wir auch noch. Und dann haben wir einen anstrengenden Samstag beendet und können uns voller Stolz auf den Sonntag freuen, den Tag vor meiner Prüfung. Ah, Halleluja. Na, Heim abfackeln. Hätte sich nichts leisten können, da ist nichts drinne. Außer hier Donnerblütenknolle, die sie verteidigen. Das nimmst du mal mit. Ach so. Was liegt vor mir? Okay, das geht natürlich auch. Ich wandere allein. So, haben wir schon mal eine Zutat genommen. Bei den Phönixen habe ich keine Ahnung, ob ich da schon stark genug bin. Nein, die ganze Zeit warst du ruhig und jetzt kommt sowas. Ja, zum Glück sind wir noch 5 Minuten dran. Ich vergesse jedes Mal Skyboss zu machen. Rune der Heilung. So, hier ist schon der Donnertal, da gehen wir jetzt hin. Oh, ein Level up. Und geringer Unverwundbarkeitstrank. Einfach mal mitnehmen. Was können wir denn gut gebrauchen? Attribute? Ja. Jetzt haben die Attribute sich schon ziemlich gut gestiegen. Jetzt können wir auch diese Donnerhexen locker flockig umbringen. Mit Fangzähnen und Klauen. Dürrer Klepper.
macht uns ja fast gar nichts. Ich wandere allein. So, dann hier ist das Tal schon. So, wenn wir das Tal besucht haben, gehen wir zurück, holen uns 2 Belohnungen. Holen uns dann noch eine neue Aufgabe, dann müssen wir sowieso auch in diesem Bereich hier hin. Dann kann ich für den Kollegen auch sein Bierchen holen und ja. Dann weiß ich gar nicht mehr, wie lange es ging. So lange auch nicht mehr. Ich glaube, maximum 3 Parts, dann sind wir hier durch. Das Donnergrat. Dieses Land, benannt nach den riesigen Donnerechsen, die hier leben, ist ein ökologisches Wunder. Hier existieren unglaublich viele verschiedene Arten von Kreaturen und selbst wenn man das Land jahrzehntelang erforschte, würden jemanden, der durch die entlegenen Täler wandert, immer noch Überraschungen erwarten. Ah, interessant. Was liegt vor mir? Ich habe wieder... Donnergrat. Das muss das Tal sein, das Drektar erwähnte. Sollte nicht allzu schwer sein. Ist auch nicht. Kurz hingehen, ein paar Schimmerkräutchen sammeln und das war's. Ich habe Witterung. Das muss das Schimmerkraut sein. Ich muss noch 5 Büschel sammeln. Boah, die sind... Ist auch nicht so, dass diese Map jetzt hier nur 5 enthalten würde. Gibt genügend davon. Also man muss nicht unbedingt einen geradlinigen Weg gehen. Die gibt es schon en masse. Das war der zweite. Entfesselt die Besten. So. Immer auch mal gut heilen. Oh, Sturmwurm. Das ist schon was anderes. Ein bisschen mächtiger. So, schon mal. Reif des Adels. Mitnehmen. Was ist denn das? Bewirklichkeit, Kraft, Intelligenz des Helden. Ja, kann er ruhig mitnehmen. So, die Hälfte haben wir schon gesammelt. Das ging relativ schnell. Hier oben, meine ich, müsste noch eins sein. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Da, genau. Wir müssen auch nicht unbedingt alle umnieten oder sowas in der Art. Einfach nur genug Kraut sammeln. Und danach verpissen wir uns wieder. So, hier war eins. Gehen wir mal hier hoch. Ein paar Donnerechsen. Entfesselt die Bestie. Spontan sehe ich jetzt gerade kein Kraut. Bestimmt hier oben oder so. Oh, Sturmwurm. Da ist eins. Auf der Pirsch. Dürrerklepper. Hm, eins bewacht er. Ich bin ja so groß, ey, Alter. Entfesselt meine Kraft. Ich wandere allein. So, dann noch hier lang gehen. Vielleicht ist es da unten irgendwas letzte und da ein Level up. Was ist das? Achso. Attribute oder Schlange? Nehmen wir eine Schlange. Ist ganz hilfreich. Schon wieder ein Sturmwurm. Da sind aber ziemlich viele, ne? Muss ich ja nicht unbedingt da lang gehen, ich kann auch woanders hingehen. Minute haben wir noch, ich würde mal sagen, ich würde schon gerne das hier abschließen, damit ich im nächsten Part auch weiß, wo ich lang gehen muss. Sprich, das letzte Kraut finden und dann auch noch das Tal verlassen, das würde ich gerne tun. Ah, guck mal einer an. Mitnehmen. Letzten Überlebenden umbringen. Wohl unter Heilung einsammeln. Noch ein bisschen XP holen. Und das Tal wieder verlassen. Aber nicht da lang. So, dann weiß ich im nächsten Part auch schon Bescheid,
wann auch immer dieser kommen wird, dass ich zurückgehen muss. Ich handle instinktiv. Gehen wir die beiden Quests ab, holen uns die nächste und ja. Auf der Pirsch. Dann machen wir auch die nächsten, würde ich sagen. Und dann müssen wir auf jeden Fall einkaufen gehen, weil 3600 Gold ist schon was Feines, da können wir uns was Gutes für kaufen. So, Zähmung eines Landes, mal wieder, mittlerweile zum dritten Mal. Ja, zum dritten? Ja, zum dritten. So, dann würde ich hier speichern. Im nächsten Part, ja, gehen wir die Quests ab und holen uns neue. Bis dahin.